Könnte das rausschneiden, tue ich aber nicht. Was einfach das so lustig ist. Ja, habe ich mein Mikro noch irgendwo da hinten? Drück schon auf Aufnahme so. Naja, weil ich hier so laber, ne? Was die Olle hier so erzählt, ist nicht so wichtig oder interessant, ne? Ja, kurze Aufnahmepause gemacht, was zu trinken geholt und erstmal fett. Habe echt immer die Angewohnheit, gerade wenn ich viel Stress habe oder so, mir die ganzen Lippen immer so kaputt zu beißen. Habe ich gerade gesehen so in der Kamera. War gerade Aufnahme kurz überprüft, so alles hier so rote Flecken so. Weil ich so rumkaue auf meinen. Also ich bin nicht zu blöd irgendwie meinen Lippenstift. Also ich trage ihn nicht punktuell auf. Sondern es ist einfach, weil ich so drauf rumbeiße, so voll ätzend. Das ist so total, aber ich denke mir, schlimmer ist es, wenn man Fingernägel kaut, glaube ich. Ich glaube, das ist noch eine schlimmere Angewohnheit. So, legen wir irgendwas zurück, ja, ne? Das Crouch. Und schon drückte sie die falsche Taste. Das Crouch, das können wir gleich mal direkt hier reinballern. Können wir die nicht hier auch noch stapeln, oder was? Oder geht das nur mit, naja. Ja, okay. Das finde ich irgendwie sehr merkwürdig, dass wir das nicht im Menü machen können, ne? Das zu kombinieren, sondern dass wir dafür immer rausgehen müssen. Jo, dann packen wir... Genau, ich wollte gerade sagen, ich wollte das eigentlich nur darüber packen. Das Schießpulver können wir auch noch wegpacken. Da haben wir schon 3 Stück von. Okay. Mag-Munition. Den Film können wir... Genau, wir müssen ja sowieso erstmal zur Dunkelkammer. Und da... Oh, das ist immer so verwirrend, wenn die Musik auf einmal so... Okay, jetzt lebt er aber, glaube ich, nicht mehr, ne? Ich kann auf ihn zielen. Das konnten wir vorher nicht. Der atmet auch nicht mehr, okay. Sollen uns erstmal nicht weiter stören. Voll Arschloch. Wir gehen jetzt erstmal zur Dunkelkammer. Ich hoffe, hier ist noch alles safe, meine Freunde. Ey, dass die immer so rumglitschen, das macht mich fertig, ey. Jetzt habe ich tatsächlich, also nicht das erste Mal, ist mir schon klar, aber das war jetzt sowas von ein Mädchenschrei, ist ja ekelhaft. Ich schäme mich. Ich schäme mich. Kann ich das bitte raus... Kann ich das bitte rausschneiden? Warum macht er jetzt da so ein Terz? Ich bin doch... Kommt der hier rein? Ja, da rum... Ja, kann ich auch. Guckst du, ne? Was mache ich denn jetzt? Der lungert direkt vor der Tür. Das ist natürlich asozial, ne? Eigentlich ist das doch so, dass wenn wir leise sind... Ja gut, außer wenn wir direkt natürlich den in die Arme rennen, ne? Dann finden die das natürlich auch nicht so geil. Normalerweise lassen die uns hier in Ruhe, wenn wir leise sind. Jetzt steht er halt hier direkt hier vor der Tür, der Schweinepriester. Wenn wir jetzt rausgehen. Okay, wir gucken einfach mal. Geht's uns gut? Uns geht's gut, alles klar. Okay, es lag, wir sind halt unglücklich in ihn reingerannt.
Wo ich ja auch schon 2 Sekunden vorher sagte, hoffentlich, ne, und so weiter. Naja. Oh, hab ich mich erschrocken. Hat man vielleicht gehört? Aber in solchen Momenten kann ich das auch verstehen, dass ihr nicht so sozial seid und das auf volle Pulle hört. Weil ihr wahrscheinlich alleine schon wegen meinem Gekreische dann hier aufschrecken würdet. So. Benutzen bitte. Spind in 3F. DCM. Warum nicht DMC? Könnte ich mir besser merken. Aber gut, DCM geht auch noch. Spind in 3F. Danke, das konnte ich natürlich jetzt mit dem Text davor, konnte ich das natürlich jetzt nicht so gut sehen. DCM, okay. Wir haben das ja eh mit, ne? Wir können ja eh nochmal gucken. In 3F. Wir sind in 1F. Das heißt, wir müssen hier Treppe hoch, Treppe hoch. Treppe hoch, Treppe hoch. Wir gehen hier Treppe hoch. Und nochmal hoch. Stimmt, irgendwie am Ende des Flurs oder sowas, ne? War ich aber... Ach nein. So, ich hoffe, du lungerst jetzt nicht hier vor der Tür. Dankeschön. Ich finde es ja schon mal gut, dass man den Lickern... Ja, ausweichen. Also ich kann mich nicht daran erinnern, dass das vorher auch so funktionierte. Wieso ruckelt das denn jetzt so komisch hier? Dass man vorher in Resident Evil denn auch einfach neben den herlaufen konnte. Ich glaube, die, also ich kann mich so weit daran erinnern, dass man musste die töten. Die haben einen sonst angesprungen. Genau, da geradeaus, da war eins. So, D, C, M. Pistolen, Munition. Wir haben den Karo-Schlüssel, ne? Wo waren denn noch Türen auf, zu, meine ich, mit Karo-Schlüssel? Elektronisches Schloss. Da ist auf, aber was... Ach so, da ist auch noch ein Kombinationsschloss. Ach ja, der Dongle. Den Dongle haben wir noch nicht. Wagenheber. Boah, wir brauchen nur so viel, ne? Hier ist noch ein Tresor. Kurbel können wir machen. Stimmt, wir können zur Kurbel. Beziehungsweise zur Kurbelvertiefung. Wir können zur Kurbel, Alter. Machst du Kurbel dran? War doch noch irgendwo Holztür, Herztür. Irgendwo war doch noch eine Karotür, oder nicht? Was ist das? Ah, aha, aha. Ich wollte doch sagen, da war doch noch irgendwo eine. In der Wäschekammer. Weißt du Bescheid? Nicht wieder rennen. Ich wollte gar nicht rennen. Aber wir müssen jetzt an dem nochmal vorbei, ne? Können nicht irgendwo anders lang. Dann hoffen wir mal, dass der nicht so richtig, richtig beschissen vor der Tür steht. Wir gar keine andere Möglichkeit haben, als den anzurempeln oder ja, den wegzuballern halt, ne? Nee, hier kann man nicht lang, genau. Hier ist, da vorne können wir nicht durch. Ich wollte gerade sagen, sonst könnten wir nämlich hier einmal rumlaufen und wären halt auch direkt auf der... Nase juckt schon wieder. Wir wären halt auch direkt auf der richtigen... Ich habe ja auch Start gedrückt. Oh, Gott sei Dank. Dann speichern wir doch nochmal eben ab. Falls wir echt das Pech haben und das Vieh richtig kacke da vor der Tür steht. Gibt es da auch eigentlich eine Errungenschaft für 500 Millionen mal abgespeichert oder so? Wäre ich auf jeden Fall fast schon nah dran, ne?
mein Arm, ey. Ich bin so aufgeregt. Okay. Bin aufgeregt wegen dem Spiel und überhaupt, weil ich zocken kann. Und ja, der ist nicht da, der ist nicht da. Bleib weg, bleib weg, bleib weg. Aber jetzt mal zu ihm hin. Der ist hundertprozentig tot. Alter, mein Arm. Oh. Eigentlich möchte ich für den keine Munition verbrauchen. Ich meine, er lungert da so rum. Er tut ja keinem was. Aber der hat bestimmt irgendwas bei sich, was wir brauchen, ne? Ich wollte zur Karo-Tür, genau. Geht der denn wie so ein Opa jetzt die Treppe hoch? Ist der die ganze Zeit schon so langsam hochgelaufen? Wir müssen vorsichtig sein. Wir wissen nicht, wo überall jetzt Licker rumlaufen. Ob hier vielleicht auch welche sind. Wir wissen nebenan im Flur, da ist einer direkt vor der Wäschekammer. Alter. Kennt ihr das, wenn so eine Stelle juckt und dann kratzt ihr und dann geht das die ganze Zeit so weiter, eine halbe Stunde lang. Immer eine andere Stelle. Das habe ich gerade an meinem linken Arm. Geht mir gerade mega auf den Sack. Okay. Nutzen. Bitte kein Zombie hier drin. Weil wegen Geräusche. Kiespulver, okay. Noch irgendwas Tolles, was ist das? Noch ein kleiner Tresor. Okay, ich glaube, das war's. Ich glaube, das war's. Okay, dann gehen wir erstmal wieder raus hier. So, hier fühle ich mich immer safe und hier gucken wir jetzt mal, was da drin ist. Hier. Da wird ja wahrscheinlich das gleiche Prinzip sein, ne? Dass wir da auch wieder untersuchen. Wie haben wir das nochmal gemacht? Ach so. Diese Vorfreude? Yeah! Ach ja, eine Taste. Stimmt, wir hatten... In dem einen hatten wir auch eine Taste bekommen. Steht nichts drauf. Wo waren das nochmal? Hier, ne? Rüstkammer, ne? PC? Oder? Ach nee, gar nicht. Quatsch. Entschuldigung. Bibliothek. Wartezimmer. Das war gar nicht auf der Etage, ne? Warum? Schließfächerraum, genau, hier müssen wir hin. Genau, genau. Das ist da, wo wir gerade waren, das ist schön. Stimmt, das ist da, wo wir durch die Tür gerade gegangen sind. Wie ich manchmal denke, seine Schritte sind irgendwelche Schritte von jemand anderem. Das ist auch mal toll. Richtung Dunkelkammer auf der anderen Seite, genau. Okay, ich glaube, ich muss den gleich doch mal eben abknallen, weil der macht mich nervös. So, jetzt müssen wir erstmal einmal wieder abchecken, ob der hier vor der Tür lungert.
aber so schlecht sehen, ey. Wegen dem... Okay, da ist er nicht. Okay, er scheint zumindest nicht direkt vor der Tür zu hängen. Hauptsächlich benutze ich aus Versehen mein Messer. So, es fehlt ja nur noch eine Taste, ne? Genau. Benutzen. Wie immer so. 203. Yeah! Kriegen wir noch mehr Fragehilfe hier. 203. 203. Ja, bitte. Obwohl ich damit tatsächlich gar nicht so große Probleme habe, ne? 208. Trau mich nicht zu rennen. Auch hier, wo in dem Raum, wo nichts ist, ich trau mich trotzdem nicht. Das hatten wir mit einer Keycard schon aufgemacht. War hier noch irgendwas? Ja, ne? Da ist noch einer. 102 Schießpulver. 102. Tja, das war es leider. Dann haben wir jetzt hier auch alles geplündert, ne? Und von hier aus können wir noch viel weniger sehen, wo das Vieh ist. Als von der anderen Tür. Okay, ich würde sagen, wir laufen einfach mal durch. Zum Glück funktioniert er. Ah, so, Truhe hier, Lagerraumcheck. So. Machen wir nochmal Inventar, Bestandsaufnahme. Wir könnten auch eigentlich, ich weiß nicht, warum ich immer Rechtsklick drücke, um das wegzupacken. Ich habe keine Ahnung. So, wir haben 8 Mech-Munition. Oh, wir haben 2 Schießpulver. Ach ja, stimmt. Aus dem einen Raum haben wir ja auch gerade eins mitgenommen. Stimmt. Okay. Jetzt die Frage. 2 Schießpulver für normale Muni oder machen wir hier die lieber, ne? Ich glaube, wir machen die lieber. Jetzt muss ich aber tatsächlich nur mal nachgucken. Das gab ja Flintenmunition und ich glaube, 2 von denen gab was nochmal? Stadtereignis, Schießpulver, hochwertig, Mech-Munition. Genau, war richtig. 2 von denen ist Mech-Munition, alles klar. Wir sollen Flintenmunition machen. Wir machen zweimal Flintenmunition, aber boah, ich weiß nicht mehr. Ich glaube, das gab echt nur 2 Schuss oder sowas, ne? Das war auf jeden Fall sehr... 3. Mech-Munition gibt es da wahrscheinlich noch 2 oder so, ey. Boah, das ist echt, das ist ja ultra wenig, ne? Aber Flinte ist immerhin besser, weißt du? Wenn man trifft, ist sie besser. Wenn man trifft. Bisschen Platz sparen. Hm.
Wir machen Cut. Wir gucken, Anfang der nächsten Folge gehen wir hier zu Brady und gucken, ob der noch lebt. Obwohl, ich glaube, wir wissen alle, dass der nicht mehr lebt, ne? Und gucken, ob wir ihn erlösen können. Bis zur nächsten Folge.